Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Survival-Spiel Ark Survival Evolved. Wir sind auf Crystal Islands und zwar habe ich mir diese Karte ausgesucht, denn diese Karte ist tatsächlich eine Karte, die ich am wenigsten gespielt habe. So, ich habe ein paar Einstellungen geändert, das ist ein lokales Spiel und musste ein paar Einstellungen ändern, damit das alles ein bisschen mehr vorangeht. Diese Einstellungen, wie ich die geändert habe, die schreibe ich später noch in die Videobeschreibung, falls ihr vorhabt, auch mal ein lokales Spiel zu starten. Ich habe die Zähmgeschwindigkeit, den XP-Multiplikator und auch die Erntemenge angehoben, da wir sonst wirklich viel zu lange brauchen, um am Material zu kommen, um unsere Basis auszubauen, um Dinos zu zähmen. Ich habe auch die Geschwindigkeit von Brutgeschwindigkeit und auch Intervall für Paarungen alles geändert. Und auch die Prägungen habe ich etwas runtergesetzt, damit wir das hier alles etwas schneller machen können. Wir starten als erstes immer an irgendeinem Strand oder auch mittendrin, je nachdem, wo man was sich aussucht. So, dafür muss ich jetzt erstmal die Third Person ausmachen, um die Karte zu sehen. So, das ist die am wenigsten besuchte Karte von mir. Klar, ich habe mal hier, bin da mal durch die Weltgeschichte geflogen, habe mir die Karte einfach mal angesehen. Wir starten hier unten. Ich habe extra meine Position an der Karte anzeigen lassen, falls ihr euch da etwas nachbauen wollt. Oder falls wir mal auf die Idee kommen, einen eigenen Server zu machen und zusammenzuspielen, das würde mich natürlich auch freuen. Deswegen habe ich die Position hier markiert, wo wir sind. So, machen wir erstmal wieder die Third Person an. Sieht irgendwie besser aus. So, wir können schön trinken. Wir bekommen jetzt zwei Steine, statt immer nur einen. Und wir müssen am Anfang erstmal ein paar Materialien sammeln. Auf jeden Fall. Wir brauchen Stein, wir brauchen Stroh, wir brauchen Holz. Das sind die Grundlagen, die man am Anfang immer erst braucht. So, da ich aber jetzt hier auf dieser Karte noch nie war, also selten war, müssen wir hier echt aufpassen, dass jetzt hier kein böser Dino auf dem Weg rumläuft. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Grundlagen einsammeln können. Aber ich glaube, ich werde den Sound etwas runterdrehen. Wir gehen mal mit der Gesamtlautstärke etwas runter. Die Effektlautstärke kann ruhig runter. Und die Umgebungslautstärke behalten wir mal. So, Lautstärke, Musik habe ich ausgeschaltet, damit wir wirklich alles, damit man auch wirklich mich nur hört. So, perfekt. Neues Level verfügbar. Ja, wir haben ein neues Level. Aber wie gesagt, ich habe ja alles hochgedreht. Drei Level haben wir. Das hier kann erstmal alles raus. Diese Accessoires, die brauche ich nie. Außer das hier, das behalten wir mal. Haben wir direkt mal ein Haustier dabei. Nebenhand. Den nehmen wir jetzt einfach. Hui hui. Unser kleiner Hui hui. So, um den Skill kümmern wir uns jetzt gleich. Wir müssen nämlich hier Punkte einsetzen. Es gibt verschiedene Sachen, die wir hier einsetzen können. Die Resistenz zum Beispiel, die hilft gegen die Umgebung. Falls es zu heiß wird, dann wird es uns dann doch nicht mehr so heiß. Oder zu kalt, dann ist es dann doch nicht mehr so kalt. Aber als allererstes gehe ich immer am Anfang auf Gewicht. Denn wir können kaum was tragen. Deshalb machen wir immer am meisten zuerst Gewicht. So, jetzt haben wir ein paar Sachen gelernt und können die Sachen auch herstellen. Zum Beispiel eine Spitzhacke, die brauchen wir jetzt. Und zwar eine. So, die packen wir uns am besten hier rein. Ah. Triss. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen.
Die ist schon Ewigkeiten her. So, gut. So, jetzt haben wir den Knopf, den L. Also, ich spiele auf der PlayStation. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich L1 jetzt gedrückt halte, kann man hier unten auswählen, welche Sachen man nimmt. Und jetzt nehmen wir die Spitzhacke und suchen uns mal einen kräftigen Stein. Oder einen Baum auch noch. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz und Stroh mit. Und sammeln auch direkt Feuerstein und Stein. Oh, Rohsalz gibt es hier auch. Sehr schön. Hack, hack, hack. Gut. Aber wir brauchen erstmal nicht alles. Das Salz nimmt bloß Gewicht weg. Deswegen packen wir das wieder weg. Jetzt können wir uns eine Steinaxt herstellen. Und eine Fackel. Die brauchen wir definitiv. So, die Axt baut mehr Holz ab. Und die Fackel packe ich wie immer hier rein. Ne, nicht da. Die packen wir hier rein. So. So, und zwar die Spitzhacke, die baut an Steinen viel Feuerstein ab. Die Axt wiederum würde da mehr Stein bringen. Genauso wie bei den Bäumen. Die Spitzhacke bringt da eher Stroh. Und die Axt bringt viel mehr Holz. So, um uns erstmal ein paar Anziehklamotten anzubauen, können wir hier die Büsche abernten. Dafür drücke ich einfach, bei mir ist es zumindest Dreieck. Bei euch müsste es dann, je nachdem, wo ihr spielt, auf der Xbox ist es Y und beim PC weiß ich es leider nicht. Aber wir brauchen erstmal Fasern. So. Perfekt. Immer schön auf der Hut bleiben. So, welche Beeren brauchen wir zum Beispiel nicht? Die Narkobeeren sind erstmal unwichtig. Die Samen brauchen wir auch erstmal nicht. Die Beeren, die hebe ich jetzt auf, denn die kann man essen. Immer schön die Nahrung hochdrücken, damit die oben bleibt. Jetzt stellen wir uns noch ein paar Rüstungsteile her. Brust, Beine und für den Kopf am besten auch noch was. Und die ziehen wir auch direkt an. Somit sind wir erstmal für das Wetter etwas besser ausgerüstet. Wie man sieht, der Hitzeschutz und der Kälteschutz geht dadurch etwas hoch. Wir sind jetzt beim Hitzeschutz 50 und beim Kälteschutz 22. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen hier unten im Süden aussehen. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf Gewicht und schauen mal nach, was kann man denn jetzt noch hier herstellen. So, wir müssen sowieso die ganzen Strohgebäude hier, die Teile, die müssen wir sowieso alle lernen. Aber wir müssen uns sowieso erstmal auf die Suche begeben. Deswegen lerne ich erstmal ein paar Sachen, die wir gerade für später auf jeden Fall brauchen. Und vor allem, ich brauche Speere. Nur ein Speer? Was fehlt mir denn noch? Holz. Okay, dann holen wir noch ein paar bisschen Holz. Und auch noch was Stroh. So, perfekt. Jetzt können wir auf jeden Fall noch ein paar Speere herstellen. Die packe ich mir hier auf Steuerkreuz links. 5 Stück erstmal sollten reichen. Während der Produktion kann man sich halt weniger bewegen, das ist schon doof. Wir müssten auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir ausreichend Rohstoffe finden, wie Stein, Holz und auch, wenn es geht, Metall. Und wir sollten nah am Wasser bleiben, da wir hier dann immer wieder was trinken können. Nicht zu nah am Wasser, da stiefeln manchmal hin und wieder auch ein paar Viecher raus. Muss nicht unbedingt sein. Aber wir haben wieder ein Level Up. Bloß gut, dass ich den Multiplikator hochgedreht habe. 150 Gewicht. Gehen wir hoch auf 160. Jetzt können wir zum Beispiel ein einfaches Bett oder ein Fernrohr herstellen. Noch nicht ganz so wichtig, ein Wasserschlauch wäre mir lieber. Dafür brauchen wir aber Leder.
Und um an Leder zu kommen, müssen wir erstmal, ich hoffe, ein Dodo finden. Die Vegetation hier ist ziemlich dicht. Deswegen muss man hier ziemlich gut aufpassen. Da hinten, da ist schon Megalodon. Herrlich. Also meiden wir diese Gegend da hinten schon mal. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Etwas langsamer und schauen uns die Gegend hier mal an. Ist schon eine relativ gerade Fläche und ich sehe hier auch schon. Ich muss den Speer nehmen. Ich sehe hier einen Metallstein. Das bedeutet, wir könnten hier eigentlich relativ gut bauen, da wir hier einen Metallstein haben. Was ist das denn für ein Baum? Da hängt einfach mal ein Stein mitten im Baum, alles klar. Okay, gut. Wir sind hier oben eigentlich. Sieht es schon relativ gut aus für unsere erste Basis auf jeden Fall. Hier ist alles schön eben. Müssen wir wenig ausgleichen. Steine gibt es hier mehr als genug. Genauso wie Holz. Wenn mich nicht alles täuscht, sind da oben. Oh. Jetzt habe ich einen Speer weggeworfen, ja. Entschuldigung. Da oben sind auch ein paar Metallsteine noch. Wenn wir später einen Flugsaurier haben, können wir da hochfliegen. Boah, ich habe so ein mega Schiss hier. Okay. Wir sollten auf jeden Fall erstmal eine Hütte bauen. Damit wir einigermaßen sicher sind. Dafür holen wir uns erstmal noch ein wenig Stein. Ein wenig ist gut. Der Stein, der hält verdammt viel aus. Okay, gut. Und jetzt brauchen wir noch Holz. Und Stroh. Wir sollten jetzt eigentlich genug haben, um eine Kiste zu bauen. Aber die habe ich noch gar nicht. Dafür brauchen wir noch ein Level-Up. In der Kiste kann man nämlich erstmal ein paar Sachen verstauen, die wir. Ich höre ja andauernd irgendwelche Geräusche. So, gut. Wir haben ein Level-Up. Perfekt. Jetzt können wir die Holzkiste leeren. Und gehen auch wieder auf Gewicht. So, Holzkiste haben wir. Ein Knüppel ist auch ganz gut. Vor allem für den Anfang, damit wir ein paar Dinos tamen können. So, jetzt baue ich erstmal zwei Boxen. So. Die stellen wir erstmal hier einfach mitten rein. Und verstauen da ein paar Sachen. Wie zum Beispiel Holz, Stroh, Stein. Die Fasern können auch erstmal rein. Okay, gut. Jetzt sammeln wir erstmal noch die Büsche hier ab. Damit wir hier gleich ein bisschen Platz haben und eine Übersicht haben. Ich hoffe, dass die Gegend, wo wir hier angefangen haben, ist relativ sicher erstmal. Bis jetzt haben wir noch keinen Dino gesehen. Aber das ist halb so schlimm. So, hier packen wir mal unsere Nahrung rein. Stimbeeren brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Die auch nicht. Die können auch weg und die Samen können auch weg. So, perfekt. Alles Klärchen. Das packen wir jetzt erstmal hier rein. Noch ein bisschen Holz.
Für den Anfang reicht es auf jeden Fall, wenn man erstmal echt grob farmt. Holz, Stein, Stroh. Das sind die wichtigsten Sachen, bis man das benötigte Level erreicht hat, um erstmal eine Holzbasis zu bauen. Stroh ist nicht wirklich sicher. Es reicht vielleicht, um fürs Wetter gewappnet zu sein, aber für die meisten Dinosaurier ist eine Strohhütte ein kleiner Witz. Da kommt man sich dann vor wie der große böse Wolf und die drei kleinen Schweinchen. Da brauchen die nur mal pusten und dann ist die Hütte weg. Deshalb mache ich das so zumindest immer und sammel und sammel und sammel, bis ich auf jeden Fall erstmal bei den Holz bin. Denn das ist erstmal am wichtigsten. So. Noch mehr Holz. Holz braucht man am meisten. Ich höre andauernd Schritte hinter mir. Ich komme hier voll durcheinander. So. Okay. Fasern haben wir genug. Ein paar Beeren. Packen wir jetzt auch hier rein. Haben wir erstmal unsere Lebensmittel versorgt. Wie viel Level haben wir? 2 Stück. Perfekt. Wieder mal auf Gewicht. Und jetzt schauen wir mal, wie weit können wir denn? Bola ist auf jeden Fall wichtig. So. Dann haben wir Bogen und Steinpfeil als nächstes und dann sind wir schon bei Holz. Das heißt, noch ein Level und dann sind wir bei Holz. Aber als erstes noch Stein. Davon haben wir wenig. So, noch mehr Stein. Das Doofe an der ganzen Sache ist genau das. Die Anfangsmaterialien gehen so schnell kaputt. Deshalb muss man immer genug Material dabei haben, um das alles zu reparieren. Und wir bauen weiter ab. So, noch mehr Holz. Oh. Um Himmels Willen, wir sind total überladen. Schnell. So. Perfekt. Oh, die Kiste ist schon voll. Alles klar. Aber das Gute ist, wir haben unser benötigtes Level jetzt bekommen. Und sind direkt bei 200 Gewicht. Jetzt können wir genug tragen und auch die Fundamente bauen. Dann die Tür erstmal. Ach so, die Wand hat er jetzt direkt automatisch gemacht. Alles klar. Okay. So, um die Sachen jetzt zu bauen, da steigen wir jetzt sehr viele Level ab. Wir holen jetzt noch Holz und Stroh. Mehr Stroh als Holz erstmal. Holz haben wir ja erstmal genug geholt. Perfekt. So, wir sind jetzt ungefähr seit 10 Minuten dabei und können auch schon die ersten Strukturen bauen. Das ist ja schon mal sagenhaft. Ich brauche auch Holz, Stroh, Fasern. So ein Käse. Okay. Holz, Stroh, Fasern. Das sind die Grundsachen, die man braucht für die Holzstrukturen. So, wie wir uns jetzt erstmal bauen, keine Ahnung. Ich baue jetzt immer als erstes sowieso am Anfang mich irgendwo, bis wir dann die ersten Dinos haben, die wir tamen können. Am besten eine 4x4 Hütte wäre schon mal nicht verkehrt. Oder wir machen 5x5. Dafür brauchen wir aber mehr Holz. Das heißt, ah, da brauchen wir aber schon ziemlich viele Strukturen, ne? So, wir wären jetzt bei 8. 4x4, es wären 16 Stück.
eigentlich optimal. Das wird jetzt schön gebaut. Wir sind ziemlich überladen. Aber soll uns nicht weiter stören. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal eine Hütte, wo wir Schutz haben. Ich glaube, 4x4 sollte sogar reichen. Und das war's auch schon. Interessant, wir brauchen wieder Holz. Dann holen wir mal noch ein bisschen Holz. Nee. Also wenn man sich wirklich fokussiert am Anfang. Da ist ein Dodo. Wenn man sich am Anfang echt so fokussiert, auf eine Sache konzentriert, ist das echt ein Vorteil. Da man dann am Anfang direkt erstmal sicher ist. So. Leider nur 3 Stück. Ich brauche mehr. Das heißt noch mehr Holz. Da hinten war auf jeden Fall ein Dodo. Den werden wir uns gleich noch schnappen. Aber wir brauchen leider erstmal noch mehr Holz. Das Gute ist, je mehr Bäume wir jetzt hier abhacken, umso lichter wird es. Und können unsere Umgebung besser im Auge behalten. Ah, ich bin schon wieder was überladen. Käse, so. Machen wir direkt voll. Eine 4x4 Hütte hatte ich gesagt, ne? Sollte erstmal genügen. Nehmen wir die mal weg, kann ich den Stein da aufheben. So. Alles klärchen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, jetzt haben wir 3. Jetzt fehlten noch 2 und dann hätten wir eigentlich erstmal den Grundriss schon mal weitgehend am Stehen. Die Fundamente sind natürlich jetzt am teuersten, was Materialien angeht. Das ist bei jedem... Bei den ganzen Rohstoffen ist das normal, also bei den ganzen Gebilden ist das normal, dass die Fundamente wirklich am teuersten sind. Wie ihr seht, wir haben auch schon 9 Level. Wir kommen bestimmt jetzt gleich noch auf 10. Und wie es aussieht, sind die Büsche hier auch im Weg. Die muss ich wegmachen. Sonst wachsen die rein. Das, was wir jetzt hier in der Nähe des Fundaments alles abbauen, das wächst auch nicht mehr nach. So, jetzt haben wir 10 Level, sehr schön. Jetzt gehe ich nämlich, wenn wir 200 Gewicht erreicht haben, gehe ich auf Lebenspunkte. Auch auf 200. Gesundheit. Erstmal fett ein abseilen. So, dann haben wir hier noch eine Holzdecke, die nehmen wir mit. Bogen und Steinpfeil sind für einen Fernkampf richtig genial. Zumal man dafür wirklich kaum Sachen braucht. Die Holztreppe nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Fenster nehmen wir mit. So. Dann sind wir auch schon bei Lederrüstung. Auch nicht verkehrt. Schränke. Auf jeden Fall. Dann kann man mehr Platz. Also hat man mehr Platz auf jeden Fall. Futtertrockene Räucherkammer ist auch nicht verkehrt für den Anfang. Dann braucht man einen Holztisch. Den Schmelzofen braucht man definitiv und die Werkbank. Und dann schnappen wir uns hier die ersten Metallwerkzeuge. Betäubungspfeil auf jeden Fall. So, jetzt sind wir erstmal für den Anfang gut ausgerüstet. Was Herstellung angeht. Und bauen erstmal auch einen Eingang. So, den Eingang platzieren wir einfach irgendwie hier hin. Da
Das war mir jetzt klar, dass das nicht funktioniert. Ich muss tatsächlich die Third Person ausschalten, um eine Tür einzupflanzen. So, gut. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Aber zum Glück nicht mehr so viel. Aber als erstes brauchen wir Material. Ah, Mist. Denn unsere Axt ist fast kaputt. Wir reparieren erstmal alles. Noch ist es hellichter Tag. Dann ist das halb so schlimm. Mal kurz was snacken. Das hier kann weg. Das essen wir jetzt alles auf. Warum habe ich so viele Steine eigentlich mit mir am Rumschleppen? Die brauchen wir doch gar nicht. So, am Anfang in dieser Folge wollte ich auf jeden Fall erstmal unseren Grundriss der Hütte haben. Und in der nächsten Folge gehen wir dann weiter weg und sammeln schon mal ein paar Ledersachen. Leder, Fleisch für unsere Grundversorgung. In der Folge haben wir uns jetzt erstmal um den Bau der Basis gekümmert und auch sonst erstmal, oh, um überhaupt einen Bauplatz zu haben. So, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann bauen wir noch ein paar Wände dazu. Ja, ich hab's gern schön, deswegen baue ich auch noch ein paar Fenster. Aber geht relativ zügig, wenn man hier tatsächlich sich darum kümmert. Mist, ich habe sogar am Fenster jetzt zu wenig. Ah, ist nicht so schlimm. Das wird eh alles nochmal umgebaut. Das ist erstmal nur am Anfang, damit wir sicher sind und einen Zufluchtsort haben. Warum baue ich jetzt Fenster rein? Ganz klar, damit mehr Licht reinkommt. Auf jeden Fall. Ohne Licht ist das Ganze hier ein wenig düster dann in der Hütte. Sonst müssten wir da auch Fackeln hinbauen, wenn es dunkel wird. Und dann dauert das Ganze ein bisschen. So, eine Holztreppe brauchen wir auf jeden Fall. Und dann noch mehr Holz. Oh, das war Durchfall, Junge. Uiuiuiui. Ich glaube, die Bären waren doch nicht so gut. Erstmal alles abhacken. Und jetzt bauen wir die ganzen Wände. Das ist jetzt die Frage. Ich baue jetzt einfach noch ein paar Wände. Ja, wir machen das jetzt einfach so, dass wir die Wände jetzt erstmal hinsetzen. Denn ich habe schon vor, so ein schiefes Dach zu machen, damit das so richtig aussieht wie ein Haus. Immer noch nicht genug. Eine Wand fehlt noch und dann sind wir eigentlich zu 50% sicher, zumindest vor kleineren Dinos. Aber wenn mich nicht alles täuscht, so ein Raptor zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Raptor rumstiefeln würde, die würden, glaube ich, die Holzhütte wegreißen. Das wäre für die, glaube ich, gar nichts. Deshalb müssen wir da schon etwas aufpassen. So, ich brauchte jetzt noch eine normale Holzwand. So. Eine. Perfekt. So, eine Treppe haben wir auch. Die ist für unsere Tür. Immer schön geschlossen halten, die Tür. So, perfekt. Ein paar Level haben wir auch wieder. 200 Leben haben wir. Und jetzt gehen wir wieder und hauen noch mehr Gewicht drauf.
Und müssen auch die schrägen Holzstrukturen haben. Dann brauchen wir auch noch das schräge Holzdach. Zement nehmen wir auch mit zum Leeren. Falls wir nicht genug Zement finden, können wir es auch selber herstellen. Einen Grabstein nehmen wir mit für unsere Tote. Oder? Ja, komm, wir nehmen Grabstein mit. Das wäre ein gutes Gadget hier in dem Spiel. Jedes Mal, wenn wir sterben, packen wir uns einen Grabstein aus und schreiben da unsere Namen rein. Benkalypse 1 und 2. Machen wir erstmal die schrägen Holzwände. So, das ist für die Seite. Und dann kommt das hier. Mist. Egal, doch, wir machen das jetzt so. Okay. Ich dachte, wir haben uns jetzt etwas verbaut. Ist wohl doch nicht so. Wir lassen das jetzt so. Jetzt brauche ich noch 1, 2, 3, 4 normale Wände. 1, 2, 3. Reichte nur für 3. Also am Anfang, wie ihr seht, wir verbrauchen ziemlich viel Material. Deshalb habe ich auch den Multiplikator da hochgedreht. Weil ansonsten würden wir hier echt lange rumsitzen. Um die Hütte fertig zu kriegen. Ich meine, hätte ich den Multiplikator jetzt nicht auf 2,5 gemacht, wären wir jetzt noch lange nicht so weit. Dann wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch beim Fundament. Deshalb habe ich das hochgemacht. Ach Mann. Um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. So, so ist schon mal alles picobello. Jetzt brauchen wir schräge Holzdächer. Und zwar ist das das hier, ne? Bauplan schräges Holzdach. 4 Stück. Schön, haben wir schon mal eine Seite fertig. Gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, das funktioniert dann mit der Tür. Deshalb habe ich mich gerade gefragt, ob wir das jetzt auch richtig gemacht haben. 1, 2, 3, 4. So, jetzt brauchen wir noch 4 und 8 normale. Der Dodo, der hier rumstiefelt, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ah, ich brauche schon wieder Material. Denn dann geht es um die Innenausrichtung, also Innenausbau. Dann zeige ich euch, was wir alles brauchen, um am Anfang. Es fehlt Holz. Nein. Um am Anfang innen auf jeden Fall erstmal alles da zu haben. Sieht irgendwie aus wie. Dieses schräge Holz doch sieht aus wie eine Rampe. Hätte ich auch eine Rampe hinbauen können. Was man alles braucht, um erstmal fürs Überleben innen alles zu haben. So, jetzt brauchen wir noch mehr Holz. Die Dächer bringen natürlich auch wieder sehr viel XP, dass wir aufsteigen können. Ah, jetzt bin ich schon wieder überladen. 1, 2, 3, 4. Wenn mich alles täuscht, brauchen wir 8. Normale Dächer. So, jetzt gehen wir zum nächsten Baum. Hier haben wir direkt welche 3 Stück. Da können wir uns auch wieder ein wenig. Dann können wir uns jetzt auch überladen. So, perfekt. Gut. 8 Stück brauchte ich von den normalen Dächern. 4, 5. 5. Sechs.
Weiter geht's. Schnell. Es wird dunkel. Sechs, sieben, acht. Perfekt. Wir haben es sogar geschafft, noch bevor es dunkel wurde, die Hütte zu vollenden. Und ich brauche auch wieder Nahrung. Die Kisten können wir gleich abreißen. Für den Innenausbau alles. Denn wir brauchen eigentlich gar nichts mehr von denen. Wir haben die Schränke gelernt. Die bauen wir als nächstes. Und die Schränke werden dann immer schön vollgehalten mit Holzstein, Stroh, Nahrung auf jeden Fall. Und auch andere Materialien, die man so findet. Ich snack jetzt erstmal hier gut 200 Beeren weg. Um unser Wasser und alles aufzubauen. Und zack, perfekt. 5 Level haben wir auch wieder. Aber als erstes vollenden wir unsere Hütte. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, hier werde ich die Third Person mal kurz ausschalten. Ah. So. Nochmal und nochmal. Perfekt, unsere Hütte ist fertig. Und das alles in der ersten Folge. Wunderbar. Mal 2 hat wunderbar funktioniert. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Innenausbau. Und der Dodo, der hier irgendwo rumstiefelt. Denn wir brauchen Leder. Und wir holen uns auch schon das erste Metall. Je nachdem, wie schnell wir sind. Und dann können wir uns auch schon die ersten Metallsachen herstellen. Erstmal baue ich hier noch die Punkte in Gewicht. Bis zu einem Maximum von 300. Um da erstmal genug tragen zu können. Später kommen ja sowieso die Dinos dazu. Und hier sind wir, wie ihr seht, schon bei den Steinfundamenten. Die bauen wir aber erst später. Die Picke und die Armbrust brauchen wir definitiv. Ein Glas Wasser. Also beziehungsweise Wasserglas brauchen wir auch. Und dann haben wir hier die Steinstrukturen. Aber das machen wir später. Wir behalten jetzt erstmal die Holzhütte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben, um mich weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Und aktiviert die Glocke, um immer wieder die neuesten Survival-Spiele von mir nicht zu verpassen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter hier auf Crystal Islands beim Überleben mitten unter den Dinosauriern. Euer Ben Kalypse. Ich verabschiede mich. Tschö mit Ö.